Weil die Initiative dafür sorgt, dass das Thema von einer ausgewogenen Vertretung und einer Förderung der Geschlechter in der Politik weiterhin aktuell und aktiv bearbeitet wird und dass sich verschiedene Gremien mit dem auch in Zukunft auseinandersetzen und auch eine bestimmte Verbindlichkeit und Sicherheit in diesem Thema gewährleistet werden kann. Die Intention ist für mich sicher die richtige, für mich ist es einfach der falsche Weg. Der Verfassungszusatz ist für mich ein zahnloser Papiertiger, weil der Mehrwert oder die Sinnhaftigkeit fehlt für mich. Wenn er nicht justiziabel ist, dann bewirkt er nicht, dass das, was gewollt ist, durchgesetzt wird. Und wenn er nicht justiziabel ist, dann ist es für mich ein toter Artikel, der auf der Verfassung nicht ohne aufgenommen werden muss. Die Förderung der ausgewogenen Besetzung von Männern und Frauen in politischen Gremien soll nachher mitdenkt sein bei den Entscheidungen im Landtag und in allen politischen Gremien, wie auch Parteien, die sie in der Zukunft treffen, was das Thema eigentlich anbelangt. Und ja, und wir finden einfach, dass wenn die Erinnerungsfunktion und die aktive Formulierung in der Verfassung der richtige Weg ist dazu. Mich stört an dem Ziel, dass es eben das Ziel meiner Ansicht nicht erreicht, wo die Initianten möchten, weil für mich der Verfassungszusatz ein zahnloser Papiertiger ist und nicht das bewirkt, was es eigentlich, was die Initianten damit bewirken möchten. Ich glaube und hoffe, dass auf die kommenden Landtagswahlen wie auch auf die letzten Gemeinderatswahlen vor allem die Kampagne an sich von halbe halbe, aber auch von anderen NGOs und von anderen Gruppierungen viel die größere Auswirkungen haben wird, weil es doch recht kurzfristig ist, von August 2020 bis Februar 2021 die Phase. Allerdings wird sich natürlich ändern, meiner Meinung nach, und das wäre auch meine Freude und meine Hoffnung, die damit verbunden wäre mit der Annahme von der Initiative, oder halt von der, ja, dass man den wird, sage jetzt mal ernsthafter, für mich ziel- und maßnahmenorientierter über das Thema diskutieren. Nicht nur sagen, ja, wir haben alle das Ziel, wir möchten das alle, wir schauen dann irgendwann einmal, was man denn irgendwann vielleicht einmal machen könnte, um jetzt ein bisschen vereinfacht zu sagen, sondern wirklich konkret miteinander zielorientiert über das Thema reden. Ja, ich möchte gerade einen Aufruf starten an alle Frauen, dass sie sich als Kandidaten für die nächsten Landtagswahlen zur Verfügung stellen. Weil nur wenn wir genug Frauen haben, können wir auch mehr Frauen in politische Gremien bringen und so zu dem Ziel, das jetzt die Initianten wünschen, kommen.